So, nächster Halt auf der Bayern-Tour. Ich bin heute in Nördlingen in Bayerisch-Schwaben bei meinem Kollegen, dem Ulrich Singer. Und wir sind jetzt gerade schon ein bisschen durch die Altstadt flaniert. Was ist das große Thema hier? Ja, ich möchte euch gerne heute das schöne Nördlingen zeigen, diese wunderbare historische Altstadt, die ja einerseits auch eine komplett erhaltene Stadtmauer hat und die natürlich auch zeigt, wie man damals im Mittelalter gebaut hat, wie man in der Stadt selber Platz sparen musste. Jeder wollte ja in die sicheren Städte hineinziehen. Hier hat man sehr eng aufeinander gebaut, sehr hoch gebaut und wir werden auch sehen, wie der kluge Mann vorgebaut hat. Das heißt also, sein Grundstück nach oben erweitert hat, um zusätzlichen Platz zu gewinnen. Also damals hat man schon gesehen im Mittelalter, wie man Flächen sparen bauen konnte. Also Thema im Mittelalter wie heute, man baut in die Höhe und Flächen sparen. Ja, und man nützt die Ressourcen, die man hat, auch einfach möglichst gut aus. Alles klar, dann gehen wir mal durch die Stadt. Genau, legen wir los. Gehen wir los. In der Altstadt von Nördlingen und was wir hier sehen, sind historische Fachwerkhäuser und hier in der Mitte sehen wir das älteste Hochhaus in der Region, fürs Mittelalter eigentlich bezeichnet, dass man damals schon raumsparend gebaut hat und hier auf 6 plus Dachgeschoss in die Höhe gebaut hat. Jetzt sind wir hier mitten im historischen Zentrum von Nördlingen. Zu diesem Haus kann man sich ein bisschen was erzählen. Ja, das ist eben ein wunderschönes Beispiel, dieses Haus, für mittelalterliche Bauweise, wo wir auch sehen, dass der kluge Mann vorgebaut hat. Daher kommt ja auch dieses Sprichwort. Es ist jede Etage auch ein gutes Stück weiter nach außen gebaut und nach außen gebaut worden. Der Grund unten war teuer, also hat man oben die Fläche ausgenutzt. Man hat auch hochgebaut. Und was wir hier bei dem Haus sehen, wenn man auf die Rückseite sehen, vorne ist es ganz breit und hinten sehr schmal, weil man einfach das Grundstück, das man hatte, maximal ausgenutzt hat. Also nachhaltige Bauweise im Mittelalter, würde ich sagen. Okay, dann gehen wir mal auf die Seite und schauen uns das Ganze an, würde ich sagen. Genau, schauen wir es uns an. Jetzt sind wir auf der Rückseite und wir zählen mal durch. 1, 2, ja, oben mit Mühe und Not 3 Fenster, ja. Also es ist wirklich kleiner geworden, das Haus. Genau, deutlich kleiner. Es ist einfach viel, viel schmäler geworden, eben entsprechend der Grundstücksgrenzen. Man hat versucht, hier nach außen zu bauen. Das Grundstück war halt teuer. Auch wieder hier vorgebaut. Ja. Genau. Also ein Raum über der Straße quasi mitgenutzt. Heutzutage wird man dafür Abgaben zahlen. Jeder Wirt, der seine Tische und Bänke rausstellt, der muss ja dafür zahlen. Ich denke, das war hier ähnlich, oder in der damaligen Zeit war das wahrscheinlich ähnlich, oder? Das weiß ich nicht, aber ich denke, es war wahrscheinlich Luftraumnutzung kostenfrei, deswegen hat man halt nach außen gebaut. Heute würde man was dafür zahlen, darum macht es kein Mensch mehr. Ja. Ja, es gab ja auch Zeiten, in denen eben dann auch jemand auf die Idee gekommen ist, jetzt nicht hier in Nördlingen, aber im Mittelalter, dass man sagt hat, ah, es gibt eine Flächensteuer fürs Dach, weil die sich gedacht haben, ja, die Leute bauen immer weiter nach außen, also besteuern wir die Dächer. Daraufhin haben die Leute versucht, eben nach innen bauen und haben dann kleine Dächer gemacht. Oder es gab dann andere Länder, wo man auf die Idee gekommen ist, und sagen, ah, wir machen hier Kaminsteuer, weil da, wo man heizt, da ist es warm. Das ist also ein Zeichen für Wohlstand. Besteuern wir also den Wohlstand über die Kamine. Da haben die Leute gesagt, ja, dann tun wir unsere Kamine zurückbauen und das Dach und machen dann ganz große Fenster ins Dach rein, um da durchzulüften. Also die Menschen haben schon immer getrickst und haben schon immer Wege gefunden, Steuern zu vermeiden. So wie wir jetzt heute vielleicht sogar bei der Maskenpflicht manche Menschen haben, die sagen, ja, dann verzichte ich halt da oder dorthin zu gehen, wo die Maskenpflicht ist und gehe dorthin, wo ich noch freie Luft atmen darf. Das sollten wir sich als Politiker immer groß auf die Fahnen schreiben. Ja, egal was man macht, es hat immer eine Gegenwirkung. Genau, logischerweise, ganz genau. Ja. Und wenn man sich das jetzt anschaut, wie trickreich die damals war mit der Dachflächensteuer und so weiter, vielleicht kommt bei uns gibt es eine Grundsteuer ABC. Ja, jetzt will man, dass die Leute irgendwie Restgrundstücke noch verwerten, ja, weil sie die einfach ganz schön finden, wenn die halt einfach mal brach liegen oder was auch immer. Jetzt kommt die Grundsteuer C, damit sie animiert werden zum Bauen. Ja. In ein paar Jahren schaut es vielleicht wieder anders aus. Ja. Dann haben wir eine Steuer auf ab dem dritten Stock. Vielleicht. Das ist ja eben so, Steuern haben auch etwas mit Steuern zu tun und sie lenken eben auch. Dann nehmen wir das genauso mit in den Landtag, würde ich sagen. Genau. Ich nutze jetzt ja die Zeit, hier in Bayern rumzufahren. Nicht, dass es am Schluss heißt, ich mache blau. Ja? Und wir haben vorhin schon drüber geredet,
was die ganzen Abgeordneten so in der Freizeit machen, sag ich jetzt mal. Und du hast gesagt, blau machen wäre doch so ein Stichwort. Ja, also um blau zu machen, hättest du eigentlich montags kommen müssen, weil montags? Früher, ja, meistens okay, wurde ja montags blau gemacht. Wir sind hier im schönen Gerberviertel, auch ein schönes altes Haus im Hintergrund. Und gegerbt wurde, was blau angeht, oft am Montag. Und da musste der Stoff trocknen, der brauchte Luft und Sonne und Licht und ist dann einfach am Montag hat der Stoff geruht und der Färber hat blau machen können den Tag über. Ja? Ah, genau. Okay. Und manch ein Gerber hat dann hier auch gesehen, wie seine Felle im wahrsten Sinne des Wortes davon geschwommen sind. Ja? Hier also, im Bach, das heißt, hier im Bach wurden die ja natürlich dann auch ausgewaschen und so und dann sind die Felle davon geschwommen. Also man sieht, die ganzen Sprichwörter, die wir haben, die kommen auch irgendwo her. Okay, wir wollen uns jetzt davon schwimmen lassen, deswegen machen wir Bayern von Montag bis Sonntag blau. Wir machen Bayern blau, aber, ja, aber andere Art und Weise. Genau. Und von dem her vielen Dank für die Infos und dann geht's weiter.